ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Ich bin Stefan Sandler und hier im Hintergrund seht ihr schon das erste Schmuckstück, denn wir sind heute auf der Hahnweide hier in Kirchheim beim Oldtimer-Fliegertreffen. Und was diese netten Ladies hier alles für Power unter ihren Flügeln haben, das schauen wir uns zusammen an. Bei mir steht der Thilo Holighaus. Der Thilo Holighaus, der ist hier mit im Verein, im Fliegerverein Wolf Hirt e.V. auf der Hahnweide. Thilo, du bist selber Hobbypilot, oder? Ja, ich fliege hier auf der Hahnweide, das ist mein Heimatflugplatz. Bin vor allen Dingen Segelflieger, betreibe also aktiv Wettbewerbssegelflug. Und hier auf der Hahnweide ist ja das Segelfluggelände schlechthin in Süddeutschland. Und insofern bin ich hier natürlich zu Hause. Hier das Fliegertreffen, das Oldtimer-Fliegertreffen ist ja das Event im Jahr hier auf der Hahnweide, oder? Was ist hier besonders? Also es ist vielleicht nicht nur das Event hier, es ist einfach ein riesen Mega-Event. Jetzt 3 Jahre lang haben wir vorbereitet, um entsprechend hier alle diese Gäste, diese irren tollen Flugzeuge zu bekommen. Über 400 Flugzeuge haben sich angemeldet und sind, glaube ich, auch schon alle da, obwohl jetzt erst Samstag ist. Vor allen Dingen stehen hier die Oldtimer im Vordergrund. Flugzeuge aus über 100 Jahren Fluggeschichte. Radim ist der Pilot, den wir gerade eben gesehen haben, aus Tschechien. Er spricht Englisch und ich versuche mich in meinem Englisch. Radim, how was the fly for you now? Yeah, it was quite nice. I really enjoy flying these air shows and displays at small air shows or at small airfields like this one. So close to the sky, yeah? It's a perfect feeling, I think. Do you have to train a lot for a flight like this? Yes, of course. We have to spend most of our time in the air by practicing for the air shows. Because, you know, each and every minute of the flight is very expensive, so we cannot just fly around, we have to train and use it economically, I'd say. Okay. What kind of airplane do you fly here? This is a Spitfire Mark 16, which is the late war Spitfire built it, I think it was April 45. This plane never saw combat. It was put in the storage for a year, so it was used after the war. Maybe that's the reason why it's so original. Bei mir ist der Oliver Bachmann. Oliver Bachmann ist auch Pilot. Lieber Oliver, erzähl uns doch mal, was haben wir denn hier für ein tolles Prachtstück stehen? Wir haben hier die Junkers F-13. Das war das erste Ganzmetall-Reiseflugzeug, Passagierflugzeug. Wurde konstruiert 1919, Entschuldigung. Also hat jetzt das Jubiläum von 100 Jahren. Und so lange ist das gute Stück hier auch schon in der Luft, oder? Nee, nicht ganz. Das da ist zwar die Konstruktion von 1919, aber wurde neu gebaut. Also das Flugzeug wurde hier 2016 fertiggestellt. Ja. Und seitdem haben Sie auch dann die Ehre, damit zu fliegen, oder? Genau, seitdem fliegen wir. Wir haben zuerst alle Testflüge machen müssen, weil es ist noch das einzige Flugzeug, das es im Moment gibt in dieser Klasse. Und können jetzt Passagierflüge machen seit diesem Jahr. Hier ist wirklich jedes Schmuckstück aneinander gereiht. Alle zeigen sie ihre Künste hier in den Lüften. Es war meine erste Flugshow, aber sicher nicht meine letzte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Reinklicken. Macht es gut. Ciao, ciao. ESTV. Videos aus der Region.